Einen wunderschönen guten Morgen an diesem wunderschönen, verregneten, kalten und ollen Tag. Mir instinktiv ein Toastbrot gemacht, weil ich vergessen hatte, dass ich im Kühlschrank gestern Abend mit guten Absichten ja, mir schon ein gesundes Frühstück gemacht habe. Und zwar, jetzt denkt nicht, dass ich so eine Öko-Bio-Fitness-Dussi bin, um Gottes Willen, aber ich habe es versucht. Chiasamen mit Milch und Flav Drops in Vanille, danke Vivi. Und ja, mit Obst drin aus dem Gefrierschrank, deswegen sieht das auch so extrem unappetitlich aus. Ey, ich hoffe, das liegt jetzt hier am Licht mit den Falten, ne? Das ist ja. Nee, tut's nicht. Okay, gut. Wir haben es jetzt kurz vor 12 und ich bin mit den Hunden im Auto. Wir gehen jetzt auf große Wandertour. Das Schöne ist ja, die haben richtig Spaß. Das Blöde ist ja, es regnet wie aus Kübeln. Ja, aber was einen echten Hundebesitzer ausmacht, sie haben keine Angst vor solchem Wetter. Und ja, ich gehe davon aus, dass wir eine Menge Spaß haben werden. Und ich bin natürlich mal wieder zu spät dran. Wie sollte es anders sein? Ich muss mich noch ein paar Kilometer fahren und um 12 ist Treffen. Ja. Könnte knapp werden jetzt. So, wir befinden uns jetzt hier mitten im Wald nach gefühlt anderthalb Da Stunden hätten Weg. wir ja eben ein Bild machen müssen, mitten im, ne? Ja. Es ist 2 Grad. Wir sind schon lange unterwegs und wir wissen nicht genau, ob wir ankommen oder ob wir wieder nach Hause kommen. Es ist grenzwertig. Ja, also mal davon abgesehen, dass hier mächtig beschissen aussehen. Ja, aber die anderen sehen auch nicht besser aus. Hier, guck. Wunderschön. Wunderschön. Das ist noch die Strecke mit dem wenigen Matsch. Wir sind bald da. Das sagt sie immer. Ja, so, Ja. damit lügen wir beim Gehundern. Ja. Oh, jetzt hier knöcheltiefer Schlamm. Ja, das macht auch Spaß hier. Hier vorne der kleine Rollbraten, ne? Die sind alle ganz schön dreckig. So, los, weiter. Ach, Scheiße. Wer ist eigentlich auf diese beschissene Idee gegangen? Wir kommen. Ja, so ein Dreck, ey. Ja. Super. Läuft bei uns. Thema heute, eine schöne Tour fällt ins Wasser, wa? Jetzt wollen wir aber auch ankommen. Jetzt wollen wir ankommen? Er gibt Gas. Oh, lecker Popo. Was machen Wir wir sind da. Du steht dann bei Facebook, Leute, ne? Kinder. Oh, wer guckt denn da so böse? Hat Mama euch gequält mit dem ganzen Scheißschlamm, wa? Oh, du Armer. Und oh, Rüdibär. Ja, und die sieht auch ganz geplagt aus, ne? Kleine Maus. Oh, ganz dreckig bist du. Guck, wie dreckig du bist. Nein. Komm her, nein. Ja, die sind alle ganz dezent schmutzig geworden. Wie war das? Reisegruppe Ost? Ja, gut, los geht's. Juhu. Und jetzt kommen gleich die Mädels und dann fahren wir nach Kassel zum Sushi essen und ich freue mich schon so unheimlich. Ich liebe ja Sushi und wir sehen uns halt echt selten, weil eine meiner Mädels kommt aus Finnland und die reist dann extra immer an. Also nicht wegen Sushi, aber wir fahren jetzt auch pro Strecke 80 Kilometer hin und 80 wieder zurück, um Sushi zu essen. Und jetzt kann es eigentlich nur noch schief gehen, ne? Ja, das Schicksal nimmt seinen Lauf. Wir haben es jetzt. Oh, ich atme schon schwer. 17:39 Uhr. Normalerweise wollten wir um 17 Uhr losfahren. Das hat jetzt aber nicht funktioniert. Dann wollten wir jetzt irgendwie zwischendurch noch einkaufen. Und dann dachte ich so, Mensch, guck doch einfach mal, wie lange wir so fahren bis nach Kassel. 89 Kilometer ist ja eigentlich in einer Stunde schnell geschrubbt. Nein, 1:36 Uhr wegen aufkommendem Verkehr oder irgendwie Baustelle. Ja. 17:39 Uhr haben wir es jetzt und Franzi ist immer noch nicht da. Sie hat mir gerade geschrieben, dass sie auf dem Weg ist. Das ist schön. Also, ich bin übrigens gerade bei Insta-Story, der Held im Erdbeerfeld, ne? Also, ich storyliere ohne Ende. Ich habe hier auch Kacktüten. Ja, die brauchen wir heute nicht.
Ich habe Hunger und wenn ich, glaube ich, heute kein Sushi kriege, dann bin ich echt ganz, ganz böse. Also wir sind jetzt 40 Minuten im Verzug und wir haben eigentlich schon kaum eine Chance, Sushi zu kriegen. Lassen wir uns mal überraschen. Wir sind im Stress. Wir sind Butter. Was für Butter brauchst du denn? Kerrygold? Normale? Man weiß es nicht. Franzi! Also wir sind so im Zeitstress, weil wir müssen jetzt auch noch irgendwie einkaufen. Ja, nimm eine. Schnell, schnell, schnell. So, was brauchen wir jetzt noch? Was brauchen wir denn jetzt noch? Parmesan, hier. Welchen? Nimm mal den schon geschnittenen da. Ja, den rechten, den. Freut ihr euch übrigens schon auf Sushi, falls wir welches kriegen? Ist gerieben. Ja, ja, alles klar. Ich werde hier völlig ignoriert. Schnell, 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 schnell. Rechts, rechts, rechts. Oh, Franzi. Bestimmt irgendwo. Ja, vorne bei den Kräutern, beim Obst und Gemüse. Oh, ich werde wahnsinnig. So, ich muss jetzt noch ganz schnell für Silvester ein bisschen was besorgen. Oh Gott, ich bin völlig im Stress hier. Wir befinden uns mittlerweile im Auto. Nachdem wir in Rekordzeit einen Wocheneinkauf getätigt haben und sind jetzt fröhlich und beschwingt auf dem Weg nach Kassel. Immer noch. In Hoffnung, dass wir überhaupt... Hast du jetzt reserviert eigentlich? Nein, Mailbox war immer dran. Okay, ich habe auf die Mailbox gesprochen. Ich dachte, ich mach's mal. In Hoffnung, dass 19 Uhr okay ist. 19.07 Uhr, wir sind da! Und wir haben mal schnell den Tisch eben nochmal so nachbestellt, weil der hat es noch gar nicht gewusst, dass wir kommen. Und jetzt geht's los. Lecker essen. Möchte noch jemand was sagen? Nein. Okay, los! Shit, filmst du jetzt? Ich film's jetzt, ja. Das ist eine Giftnudel. Franzi hat einen, nee, Vivi hat einen matten Lippenstift angehabt, der jetzt sehr matt ist, weil er ab ist. 250 Gramm Magerquark und 25 Gramm Lippenstift hat sie heute gegessen. Geil. Und ich habe heute nur gefrühstückt. Ich habe so Hunger. Und wir sind gleich da. Meine Haut. Deine Haut? Meine Haut. Wisst ihr das? Krass. Meinst du, hier wird irgendwer kontrollieren? Wenn nicht, teilen wir uns das Ticket. Genau. Ich wollte gerade sagen. Freundschaftlich. Ich habe in meinem ganzen Leben vielleicht 3 oder 4 Parktickets gezogen. Und ich bin bis jetzt immer günstiger weggekommen. Links um. Jetzt da ist es. Da oh, ist es. Oh. Tokio. Essen. Jawohl. Was, oh Gott. Bleiben die am Zebrastreifen stehen. Achso. Weil es ein Zebrastreifen ist. Hunger. Ich habe auch Hunger. Hast du auch Hunger? Ja. Ja. Rollen wir uns nachher hier rund. Ja, deswegen ist es am Berg. So, Freunde. Warte. Wo ist es denn jetzt? Da. Yeah. Da wir sind. Warten. Komm und setz dich ans Fenster, du lieblicher Stern. Hast du schon geschlossen? Meinst du nicht, dass wir schon mal anfangen können? Okay. Wir sind übrigens in Kassel im Tokyo Running Sushi und haben schon ziemlich Schmacht. Einige Minuten später. Der Kleine geht hier zum Süßigkeiten. Jetzt ganz genau auf den Teller, wo sie hin. Okay. Achso, wie viele Minuten später? Weiß ich nicht. Jetzt ist es 55. Ja. Okay, also eine Viertelstunde später haben wir hier schon wieder so einen Turm. Und die haben hier keinen Schokobrunnen. Aber der Nachbarsjunge hat einen ganz großen Lachs. Was wolltest du sagen? Das ist nicht ein Buffet. Da können wir eigentlich auch bitte mal hin, oder? Ja. 2 Stunden später. Vivi hat wieder nicht aufgegessen, die muss nachher zahlen. Ups. Ja. Wir sind jetzt hier gefräßig am Schweigen. Und holen uns nochmal den restlichen großen, nee, den langen Lachs aus den Zähnen. Ei. Ja, und es hört nicht auf. Aber wir haben uns Mühe gegeben. Willst du noch was? Nee, mach die Tür zu. Es geht auch noch hier oben. Ja, nee, ist gut. Reifen. So, wir sind zurück. Wir rollen gerade bergab.
Troller. Wir haben jetzt Glückskekse mitgebracht, in Hoffnung, dass irgendwas mit Heiraten drin steht. Weil das war das Thema Nummer 1, Heiraten und Kinder. Wir sind ja nun mittlerweile in einem Alter, wo man über Falten mal sprechen kann. Genau. Oh, guck mal, ein rosa Badeanzug. Nein, was ist denn das? Bademantel. Ja, ein Bademantel. Oder ja, jeder, der einen rosanen Badeanzug hat, hebt jetzt mal das linke Bein. Warte. Nee, ich hatte einen mit Leoparden. Ja, Franzi, wo ist links? So, im Übrigen fahren wir jetzt noch ganz schnell zu Real, weil wir alle meinen, dass wir da noch irgendwas gebrauchen können, einen Tag vor Silvester. Nehme ich überhaupt auf? Ich hoffe. Möchte noch jemand irgendwas für sein Essverhalten sagen? War zu viel. Das Ding ist durch, ne? Das Ding ist durch. Das brauchen wir nicht mehr besprechen, das ändert sich nicht mehr. Wollen wir Franzi noch beim Ausparken filmen? Nein. Wir haben immer das kriege ich hin. Kein Selfie gemacht. Ja, dann lass mal. Wo ist Franzi? Lass mal machen. Ein Tag vor Silvester. 3 Minuten vor Ladenschluss. Blau? Ja, was meint ihr, blau oder pink? Nimm doch mit. Nimm doch mit? Was denn? Dann nimm ich nur einen. Na, das ist aber was für dich. Das leuchtet aber nicht rosa, oder? So was ist für dich. Was ist das? Ich weiß nicht, was es ist. Oder lieber den hier. Ich habe keinen. Oh ne, das ist ja auch nicht meine Farbe. In Rosa hätte ich gesagt, jo, aber so. Aber welche sind das denn hier? Oh, der kann sogar Party. Yay! Yay. Ja, aber der ist rosa. Ach mein, der. Wir sind durch. Wir sind satt, glücklich und haben um 2 Minuten vor 10 uns entschlossen, doch nicht zu kaufen. Obwohl wir dann doch dringend eigentlich hin wollten. Mädels, es war sehr schön mit euch. Ja, ja. Gut. Mädels, 2018 war sehr schön mit euch. 2017. Meine ich aber ja. 2018 wird auch sehr schön. Yay. Es wird schlammig, dreckig und satt. Na denn. Hey, ich bin wieder zu Hause. Ich habe mich gerade aufs Bett geschmissen. Ich erleide ein Fresskoma, es wird ein Foodbaby. Boah, ja. Auf jeden Fall, es war total schön. Wir sind alle derbe vollgefressen. Und ich werde mir jetzt einfach nur noch eine gemütliche Jogginghose anziehen. Und es ist, glaube ich, auch schon irgendwas um 11 oder so. Und dann werde ich auch nichts mehr machen, gar nichts. Vielleicht noch das Video schneiden, das kann ich jetzt aber auch noch keinem versprechen. Und dann war es das gewesen. Ja, für euch war es das auch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Und mein Vorsatz 2018, neben mal wieder 10 Kilo abnehmen, regelmäßiger Videos machen. In diesem Sinne, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch das Ganze Spaß gemacht hat, lasst gerne ein Abo da. Und wenn nicht, dann sehen wir uns vielleicht irgendwann oder gar nicht mehr. Bis denn. Tschüss.